Abwasch kann noch warten, heute wird nicht mehr gekocht. Die Beine hoch für ein paar Tage noch. Und all die großen Dinge stehen draußen vor der Tür. Die sind viel zu schwer zum Reinholen, sagst du mir. Und deine Arme sind schon müde vom Konsequenzen ziehen. Ich hör dir zu, doch das Ohr ist nur geliehen. Denn so sehr wir sie auch gießen, die Zeit wird niemals reif und auch mal einen Tag genießen. Was ist das für ein Life? Eventualitäten abgewogen und erkannt. Wir sind schon lange viel zu spät und trotzdem losgerannt. Morgen wieder Alltag und nur ein halbes Herz. Gerade noch April, schon wieder März. Ein weiteres Jahr vorüber, nichts Neues angefangen. Das kann man auch noch morgen irgendwann. Doch die beste Zeit ist jetzt, alles andere ist nur vielleicht. Ich hab meine Zweifel, ob das reicht. So sehr wir sie auch gießen, die Zeit wird niemals rein. Und auch mal einen Tag genießen. Was ist das für ein Life? Eventualitäten abgewogen und erkannt. Wir sind schon lange viel zu spät und trotzdem losgerannt. Und vielleicht kommt ja noch was Schönes, ein großes Happy End, wie man es aus den Filmen kennt. Doch hier folgt keiner einem Drehbuch, das hier ist kein Hollywood. Wenn's hochkommt, vielleicht nur Daily Soap. So sehr wir sie auch gießen, die Zeit wird niemals reif und auch mal einen Tag genießen. Was ist das für ein Life? Eventualitäten abgewogen und erkannt. Wir sind schon lange viel zu spät und schon lange viel zu spät. Schon lange viel zu spät. Trotzdem losgerannt. Dankeschön. Tim!